Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mario Kart 8. Im letzten Part haben wir uns im Grand Prix-Modus schon ein bisschen leicht getan in dem 50er Hubraum. Und ich habe gesagt, wir fangen die ersten oder den 50er Hubraum mit Yoshi. Und wir haben im letzten Part den Bowser-Gleiter freigespielt. Interessantes Ding. Was hat denn das für Eigenschaften? Keine Veränderung, okay. Sieht doch ein bisschen größer aus als den Rest. Ich habe mich eigentlich mit dem Standardbike schon gut gefunden. Hier können wir noch reifen, aber so große Veränderungen gibt es jetzt hier nicht. Also der 50er Hubraum, da will ich noch, wie gesagt, das Standardding nehmen. Obwohl, hier kann ich euch verschiedene Fahrzeugteile jetzt zeigen. Wir nehmen mal das Yoshi-Bike. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Nehmen wir mal kleine Reifen, seht ihr auch schon, machen mehr Beschleunigung. Das Handling ist besser. Sieht nur optisch in meinen Augen ein bisschen blöd aus. Ja, schaut euch mal. Oh mein Gott. Und die riesigen, die haben so ausgewogen. Ich mag es lieber, wenn es ausgewogen ist. Und wir nehmen wir so einen Blumengleiter. Der passt ein bisschen zu Yoshi. Genau, das ist gekauft. Und wir machen heute den Blumengab mit folgenden Rennstrecken: Mario's Busy Toads, Hafenstadt, Grusewuse Villa und Shy Guys Wasserfälle. Und ich würde sagen, los geht's. Also, so, das ist jetzt hier Marios Piste mit dem berühmten Peach-Schloss. Ja, und diese Strecke hat eine Eigenschaft, denn wir fahren mal hier auf der Decke quasi. Und diese Strecke ist auf dem Cover von Mario Kart 8. Und wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, ja, dann steht jetzt eine Frage in der Beschreibung, ja. Ich verlose nämlich einmal dieses Spiel und gut, dieses Bike hat nämlich schon andere Längen oder... Dieses Bike hat jetzt einfach mal andere Drift-Eigenschaften, mit denen ich mich jetzt mal hier ein bisschen einleben muss. Dieser Bumerang, den ihr seht, ist auch ein neues Item. Ja, der ist... Das Bumerang-Item ist auch richtig nice. Und jetzt werdet ihr ja gleich sehen, dass wir auf dem Kopf waren, nämlich jetzt. Man sieht das schon am Peach-Schloss, das dreht sich nämlich und jetzt sind wir auf dem Kopf. Herrlich, oder? Ein kleines Feature, die Eigenschaft dieser Strecke. Sonst ist das eine stinknormale Mario-Piste, eine normale Rennstrecke. Wie man es auch in der Formel 1 fährt, mit Asphalt. Ja, mit einer Brücke. Okay, die gibt es jetzt vielleicht nicht in der Formel 1, aber egal. Und Auslaufzonen gibt es ja auch nicht. Das ist schön in Kiesbetten unterteilt. Da hätte man drauf fahren können. Hier ist nochmal die große Cooper-Family, ja. Und da kommt ein grüner Panzer von ihm. Das war schon die eine Runde. Oh, den wollte ich eigentlich nach hinten. Oh, so habe ich mir ein Problem beseitigt. Ja, und hier merkt man das. Dass man jetzt hier auf dem Kopf fährt quasi. Ziemlich chillig hier alles. Noch keine Gegner, eine Bananchen. Mal ein paar Münzen einsammeln. Und wie gesagt, Fahrzeugteile freizuspielen. Ich weiß nicht, ob man das nur mit den Münzen macht. Oder ob man das auch anders macht. Also indem wir nicht nur Münzen jetzt einsammeln. Das Item, wie gesagt, das glaube ich gibt zwei Münzen. Alle Items haben wir auch noch nicht gesehen. Also ich denke mal, dass wir eh alle Items sehen werden. Sich so mal einsetzen kann. Aber das mächtigste Item ist nicht, wie gesagt, im letzten Part der Blitz, sondern die magische 8. Ja, dann haben wir 8 Items auf einmal, die um uns herum schwirren. Wir können sie alle einsetzen. Ich glaube, ein roter Panzer ist das, ein Pilz, ein grüner Panzer, ein Stern ist mit dabei. Der Stern, habe ich das Gefühl, der ist häufiger geworden. Ich habe das nämlich mal verglichen offscreen, einfach mal so ein bisschen aus Langeweile ein bisschen gezockt. Der Stern wird häufig schon verteilt, ja. Gut, kann jetzt auch ein bisschen Einbildung, wie gesagt, Einbildung sein, dass der einfach ist häufiger ausgewählt wird. Skachi, wie gesagt, haben wir im letzten Part nur einen gehabt. Das ist auch sonst immer häufiger der Fall gewesen. Das vereinfacht uns natürlich, das mit den drei Sternen, jetzt die drei Sterne zu holen. Das auf jeden Fall. Und ob das jetzt wirklich einen Vorteil bringt online, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das werden wir wahrscheinlich gemeinsam auch nochmal ausprobieren. So, das waren schon drei Runden. Highlights. Gibt es da irgendwas Weltbewegendes jetzt, das man uns zeigen müsste? Ja, wie wir hier tot abknallen mit dem grünen Panzer. Sehen wir es, wir schmeißen ihn ab. Da treffen wir tot.
Das war vielleicht ein Highlight. Ich weiß gar nicht, ob jetzt so Zweiter geworden ist. Hier sieht man schön, da fahren wir auf dem Kopf, wie bereits gesagt erwähnt. Und dann fliegen wir hier schön, oder? Einfach nur schön ins Ziel mit Platz 1. Zweite Strecke des Blumencups ist die Toads Hafenstadt. Eine Stadt im Hafen von Toad City. Mit der Peach-Statue im Hintergrund. Also dann wisst ihr schon ungefähr, wo man diese wonach diese Strecke nachempfunden wurde. Nämlich Freiheitsstatue, wie gesagt, New York, ja, zum einen. Ja, mit dem Hafen. Ich weiß gar nicht, ob das ein New York Standard ist. Aber wir haben noch andere Eigenschaften hier. Außer jetzt von New York. Das werden wir gleich sehen. Ein bisschen was von San Francisco, Chicago ist ja auch noch drin. Hier gibt es viele Wegmöglichkeiten. Und ich nehme eigentlich jetzt schon mal eine Mischisten. Erstmal fahren wir oben herum. Dann springen wir freiwillig runter. Was natürlich nicht beabsichtigt war. Ja. Fahren jetzt quasi Berge hoch. Enge Gassen. Ja, Toads jubeln uns zu und auch es gibt hier schön diese wie heißen die Dinger, die gibt es extra in San Francisco, die haben einen ganz bestimmten Namen, schreibt immer in die Kommentare. Oh, 3 Münzen müssen wir mitnehmen, oder 2 zumindest. Ja, und deswegen, und dann geht es hier runter, das endet wirklich an San Francisco. Und wie gesagt, wenn wir es gerade aus seht, da seht ihr die Freiheitsstatue, die da darstellen soll, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Hier kann man reinfahren, nur hier gibt es nichts Besonderes. Seht ihr selber. Ihr könnt ja hier reinfahren. Oder gibt es hier was Besonderes? Ne, gibt es nichts Besonderes. Gut. Ich habe nicht ohne Grund den 50er U-Prom jetzt gewählt, damit wir auch noch gewinnen hier. Damit ihr euch wirklich alles zeigen könnt. Ihr könnt über die Brücke fahren. Links ist ein bisschen natürlich die Abkürzung. Fahren wir nochmal unten herum. Ein Pilz als ersten. Okay. Hier können wir ein paar Kisten beseitigen hier. Da ziehen wahrscheinlich vielleicht nochmal ein paar Toads ein. Jetzt fahren wir mal hier oben her, oben herum. Ich kann echt nicht mehr sprechen um 0 Uhr. Aber ich glaube, hier gibt es nicht wirklich eine Abkürzung. Wo kommt der grüne Panzer auf einmal her? Ne. Obwohl, könnte ruhig. Ne, was ist eine Abkürzung? Ich glaube nicht. Der Weg war genau gleich schnell. Es gibt einen Wario-Wagen, wie ihr schon gesehen habt. Es gibt einen Luigi, es gibt Mario und es gibt Peach. Für Yoshi hat man keinen gemacht. Mario. Ich glaube, einer stand da hinten, ja, sowieso. Gibt es hier links auch etwas? Okay, links gibt es eine Abzweigung, die ich jetzt erst entdeckt habe. Okay. Luigi gibt's und das war's. Ja, das war's. Das ist wieder Wario. Und Mario steht gerade im Depot. So nennt man das Ding, ja. Genau. Jetzt fahren wir mal oben herum. Dann habt ihr alles gesehen. Hier sieht man auch schön. Eigentlich ist es quasi, als wenn ihr ein Fest gerade stattfindet, aber wir fahren hier ein Rennen. Ja, also ich glaube, hier ist jeder Weg irgendwie ein bisschen gleich lang. Wenn man jetzt oben mal lang fährt. Obwohl, man könnte doch, man kürzt ein bisschen ab. Ich glaube, oben der Weg ist ein bisschen. Ja, der oben wird schneller. Also muss man online oben mal lang oben herum fahren. So, jetzt fährt Mario mal wieder. Oh. Kommt der rote Panzer auf einmal her. Ah, hier kann man auch an der Wand entlang fahren, sehe ich ja jetzt auch erst. Also, ihr seht selber, ich habe noch nicht alles gefunden. Okay, nice. Okay, ja, dann wisst ihr, wie ihr hier fahren müsst online. Woo, Baby! Yo, Baby, alter Checker hier. Und dann würde ich auch noch hier lang fahren, genau. Nochmal ein bisschen den einen Tod da als Fan grüßen. Und dann über Skal und Ziel. Eine schöne Strecke gehört auf jeden Fall zu meinen Favoriten, definitiv. Also bei der Strecke hat man sich schon was dabei gedacht. Highlights, was haben wir für Highlights? Mich abkürze wahrscheinlich, oder? Wenn ich den Pilz einsetze, okay. Ah, wer war denn der Übertäter? Der Baby Peach. Habt ihr das gesehen? Ja, also finde ich richtig nice. Dann kann man endlich mal nachgucken, wer wen hier abgeschossen hat, ja? Ganz ehrlich. Weiter geht's mit der Grusel-Wusel-Villa. Buhus! Und so kleine Haifische haben wir da jetzt gesehen. Wir werden reingelassen in Buhus Geisterhaus, Schreckenshaus. Oh mein Gott, ich krieg Panik. Und da sehen wir, man lässt uns rein. Ich will aber nicht rein. Ja, komm jetzt rein. Jetzt müssen wir eh rein. Jetzt ist eh vorbei. Und die Musik,
Die passt mal richtig nice dazu. Hier links ist eine Abkürzung, habt ihr schon gerade schon gesehen. Die ich aber nur mit dem Pilz raten würde, den ich wahrscheinlich nicht bekomme. Ja, ich krieg nur Münzen hier. Bisschen traurig, aber war. Auch hier geht's ganz kurz unter Wasser. Hat sein Haus mal kurz unter Wasser gestellt. Jetzt kommen wir in so einem Kerkerverlies. Ja. Bom. Die Musik, die ist nice. Oh yeah, und raus. In den Wintergarten. Die Buhus soll man hier natürlich nicht berühren. Ich möchte oben herum, ich möchte euch oben den Weg zeigen. Ja, der ist nämlich, glaube ich, ein bisschen schneller. Genau, hier werden wir noch zurechtgeschampft. Ja, das. Ne, da werden wir bestraft. Ja, da werden wir bestraft, da werden wir dicke Fette bestraft. Ich weiß gar nicht, ob wir die Hupe hören. Es gibt nicht eine Hupe. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt gehört haben, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die Buchbibliothek. Ja, die muss natürlich sein. So ein Schreckenskronleuchter muss auch irgendwo sein und ab ins Wasser. Ab ins Zauberwasser. Aber wirklich anspruchsvoll ist die Strecke jetzt nicht. Ja. Aber trotzdem gibt es ja auch zwei Wege. Einmal rechts, einmal links und einmal die goldene Mitte, oder? Ne. Das ist der linke Teil, oder? Ne. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Jetzt bin ich in Real. Okay, jetzt bin ich andersherum geflogen, genau. So, fliegen wir noch einmal hier oben her lang. Die Buhu, der da rumgeflogen ist, der tut uns nichts. Ja, ihr müsst nicht so dreckig lachen. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Okay, auf dem Peilelemente muss man schon aufpassen. Das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass bei euch jetzt die Qualität einfach mal ein bisschen stimmt. In 1080p. Ich habe es eigentlich schon getestet. Muss ich euch mal auch ehrlich sagen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das funktioniert. Was das da oben darstellen soll, ich habe keine Ahnung. Ey, ich habe genug Münzen mittlerweile gesammelt. Es müsste eigentlich für den nächsten Mal wieder ein neues Teil kommen. Und wie gesagt, es ist ja keine Behinderung, der eine fleckt. Ich sehe immer noch alles. So, jetzt halte ich mal zum Schluss meine Klappe, dann könnt ihr euch mal ein bisschen die Musik noch antun. Und die Musik ist richtig gut gelungen. Das muss ich euch einfach mal sagen. Also, hier hat Nintendo schon wirklich Wert auf Kleinigkeiten gelegt, ja. Musik. Auf Musik ganz speziell, ja. Also, auch grafisch sind da wirklich ein paar Augengucker drin, die ich jetzt vielleicht nicht alle entdeckt habe, um euch die jetzt alle zu zeigen. Schauen wir mal ganz kurz die Highlights an. Nichts Weltbewegendes. Vorne weggefahren und erster Platz gesichert. Nein, ich möchte das nicht weiter ansehen. Ich möchte zum nächsten Rennen springen. Und auf geht's zum letzten Rennen im Blumencup zu den Shy Guys Wasserfälle. Hier wird noch handlich gearbeitet in Minenschächten. Da sieht man es rechts auf Drasinen. Müssen die hier noch schuften? Auch die haben Shy Guys. Die müssen auch noch irgendwie ihre Brötchen verdienen, ja? Und ich morgen auch wieder, aber egal. So. Die Wasserfälle, was zeichnet diese Fälle denn hier aus? Wollen wir mal schauen. Ich glaube, das ist jetzt auch nur einmal im Livestream gefahren. Ne, zweimal. Zweimal, ja. Genau, zweimal. Okay, mit einer kleinen Sprungschanze beginnen wir hier. Ich glaube, die war nicht sehr anspruchsvoll. Ja. Aber wie gesagt, obwohl wir doch hier ein bisschen anspruchsvoll. Aber jetzt auch nicht wirklich herausragend. So eine alte Brücke fährt man hier so ein bisschen älteren, ja, Style, kann man sagen, ja. Schön, aber auch wieder schön die Grafik. Da oben komme ich, glaube ich, nie hin. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, da oben lang zu fahren. Außer Donkey Kong. Ihr habt jetzt mal ein bisschen auf die Musik geachtet. Ihr habt richtig gehört, wie die Shy Guys hier arbeiten mussten. Hey, go, hey, go, hey, go, hey, go, hey, go. Ja?
schön, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Banane möchte ich nicht mitnehmen. Aber ich kann mich hier nicht von Donkey Kong absetzen, okay. Das ist aber nicht gut. Ich habe da irgendeinen Panzer gehört. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Oh, nicht gut. Man muss sie mitnehmen, weil das, man fährt gegen die Strömung. Wie die meisten schon festgestellt haben. Was fahre ich eigentlich gerade für einen Dreck zusammen? Wow! Das wäre fast so die Highlights gekommen. Ne, irgendwie gibt es da einen Trick bei, da hochzukommen. Einfach nur schön, aber einfach nur, ich muss nicht viel kommentieren, der Sound sagt eigentlich schon alles aus. Letzte Runde. Also die Strecke vielleicht ein bisschen anspruchsvoll beim Einlenken, ihr werdet es mit dem Kart noch nicht so gewohnt sein oder mit dem Bike. Ja. Da merkt man da schon einen Unterschied. Aber jetzt Strecke nicht wirklich herausragend, schwierig. Aber das Spiel ist gelungen, es macht wirklich Fun. Aber wie gesagt, es macht noch mehr Fun. Mit der Familie, mit Freunden, definitiv. Dann ist die ganze Suppe einfach noch besser als alleine hier. Und ich komme da nicht hoch. Ich glaube, oben ist so eine Sprungschanze, da kommt man eh wieder nach unten. Hier glaube ich, ja. Darf ich mitarbeiten? Möchten sie aber wahrscheinlich nicht. So, und einmal durch Start und Ziel. Der Panzer trifft mich nicht mehr. Und Lakitu schwenkt die schwarz-weiß karierte Flagge. 60 Punkte, das passt doch ehrlich. Schauen wir uns mal die Highlights kurz an. Da war aber jetzt nichts mehr Bewegendes. Scheigeist auch machen quasi den Charlie Whiting mit der Skatampel. Oh ja, doch, hier war eine kleine Szene mit Donkey Kong vielleicht. Oh, da ist auch nichts passiert. Ich finde es aber nur nice hier. Oh, ehrlich. Jetzt zu meiner Zeitlupe. Wie ging nochmal Zeitlupe? Nein, egal. Und da sehen wir das zum Schluss noch, aber das passt. Ich zeige euch meine Ladebildschirme. Jetzt laber ich mal in den Ladebildschirm rein. Schön, oder? Und ja, die Medien sind überall, auch in Mario Kart. Das Fernsehen ist wichtig, wichtige Einnahmequelle, damit die Rennen stattfinden. Schauen wir uns aber die wichtigsten Szenen im Mario Kart TV an. Wir haben in dem Blumencup alles gewonnen, überall Erster. Und das kann nur 3 Sterne bedeuten. Und so ist es auch. Mit 60 Punkten habe ich einen neuen Charakter freigeschaltet. Ich habe 450 Münzen gesammelt und damit ein neues Fahrzeugteil freigespielt. Und damit sehen wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Mal wieder von Let's Play Mario Kart 8.